Dann würde ich sagen, dann fangen wir mal an. Ja, Ja. sehr, sehr gut. Wer fängt an? Fangen wir Ja. doch mal von vorne. Okay. Okay. Herzlich willkommen bei Viele Wege führen nach Om. Ein neuer Podcast mit Gary Strebech sitzt mir hier gegenüber. Und Roland Heep, der sitzt mir gegenüber. Wir sitzen quasi gegenüber, Ja, genau. nebeneinander und wir freuen uns, dass wir vielleicht zwei oder drei Hörer haben, die uns heute zuhören bei unserem allerersten Podcast. Man möge uns verzeihen, wenn das ein bisschen chaotisch ist und Ja. ein bisschen unkoordiniert. Wir müssen auch noch üben. Ja. Ja, worum geht es eigentlich in unserem Podcast? Viele Wege führen nach Om, ist ja schon mal ein Titel, der Genau, irgendwie was genau, aussagt. Ich genau, weiß nicht genau. was, aber vielleicht fällt dir was ein. Ja, ich würde sagen, unser Podcast, der geht schon in Richtung Spiritualität, ohne jetzt, ja genau, ohne jetzt in irgendeiner Art und Weise dogmatisch zu sein oder in irgendeine Religion oder so hinzudrücken. Es geht um Die großen Fragen. die großen Wer, Fragen, wie, ganz was, der, genau. die, das, wieso, weshalb, warum? Ganz Wer nicht genau. fragt, bleibt dumm. Die Sesamstraße hat uns das ja allen schon beigebracht, als wir kleine Kinder waren. Und das ist ja auch vernünftig und gut. Du machst ja auch einen anderen Podcast, Gary? Genau. Der andere Podcast ist mit dem Hennes Bender und mit dem Thorsten Sträter zusammen. Der heißt Sträter, Bender, Streberch. Und das ist so ein Nerd-Podcast, Comedy-mäßig Ihr so. unterhaltet euch über Filme, Über Fernsehen, alles, was uns Musik, so einfällt. Ja, Videospiele, genau. Comics, alles was so. Genau, ja, das ist doch schön und Ja. das Ich meine, ist. was anderes tun wir ja hier auch nicht, nur halt so ein bisschen Schwerpunkt, auch so ein bisschen Spiritualität und. Ja, was ist denn eigentlich Spiritualität? Ich habe gar keine Ahnung, was soll das sein? Ja, was ist Spiritualität? Das ist eine gute Frage. Also sagen wir mal so, ich habe so als Teenager, da war ich, da konnte ich so mit Religion, das hat für mich irgendwie nie so einen großen Sinn gemacht. Ich mochte das nie, dass das dieses Dogmatische und dass dann da irgendwie so ein, im Fall von der Bibel, dass da halt so ein Buch ist, was mir vorschreibt, wie ich heute mich zu verhalten habe. Obwohl sicherlich gute Sachen da drin stehen, die heute immer noch gültig sind. Aber es hat eine Zeit lang gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass was Spiritualität bedeutet, das ist halt, für mich ist das so, ich deute das so halt, dass das, ja, so die Religion, aber ohne dieses dogmatische Korsett da drumherum. So deute ich das für mich Ich finde so. das interessant, dass du nach Worten suchst, weil natürlich ist das richtig, glaube ich auch. Also so würde ich das auch definieren. Aber tatsächlich kann man es eigentlich gar nicht so gut in Worte fassen. Das ist ja das Faszinierende. Deshalb können wir den Podcast jetzt auch eigentlich gleich aufhören, Ja, weil genau. Ja, die schade. Wahrheit und nichts als die Wahrheit lässt sich mit Worten auch gar nicht so wirklich beschreiben. Aber ich glaube, es ist immer noch besser, man versucht ein bisschen drüber zu reden, als gar nicht. Und deswegen reden wir jetzt auch wirres Zeug. Ja, Ja, und aber es ist natürlich auch für uns, glaube ich, der ganze Podcast auch dazu da, dass wir uns ein bisschen klarer werden. Es ist eigentlich mehr so ein therapeutisches Gespräch. Und genau. wir hoffen natürlich auch, weil so interessant sind wir zwar jetzt vielleicht nicht, dass wir in naher Zukunft auch Gäste begrüßen können und dass wir auch interessante Menschen interviewen können, die sich weitaus mehr Gedanken zum Thema gemacht haben, die auch weiser sind, erleuchteter, all solche Dinge. Und vielleicht kann man ja was lernen. Vielleicht könnt ihr ja was lernen. Duzen wir unser Publikum eigentlich? Ja, Ja, ne? Wir sind würde ich total sagen. locker. Wir sind Duzer. Ja, wir sind Duzer. Ja, Genau. aber ich finde es schon interessant, was das, woher das kommt. Also wie, also ich sage immer für mich, ob das vielleicht was mit dem Alter zu tun hat, dass man sich plötzlich Jetzt oder willst dass du. ich mich plötzlich dafür interessiere. Ja, du Ich willst meine, also dem Publikum jetzt verraten, dass wir schon alte Säcke sind. Ne? Wir sind ja jetzt schon, wir haben ja schon die 40 wir sind beide genau überschritten. Man überschritten, hört ja. uns das nicht an, unsere jungen Nein, Stimmen. nein. Aber nee, und natürlich die Midlife-Crisis, die hat uns ja voll im Griff. Ja. Und das ist ja genau der Punkt, wo man dann anfängt, sich darüber Gedanken zu machen. Vorher ist man ja unsterblich und sowieso die coolste Sau. Und da muss man sich ja nicht drum kümmern, um irgendwas anderes, Gott etc. Genau, Nee, genau. klar. Ja, und dann ab einem gewissen Alter, dann tauchen halt diese Fragen tatsächlich auf. So Ja. immer, wenn man mit Ende 40 ist man sich so langsam bewusst, okay, man tritt jetzt so in so einer neuen Phase des Lebens ein und da kommen dann schon so Fragen hoch. Ja. Ja. Vielleicht sollten wir noch zwei Sätze zu uns verlieren, vielleicht, weil bisher hat man unseren Namen, unsere Stimmen gehört. Vielleicht ganz Ja, kurz, genau. Gary Strebech, neben Comedy-Podcast, was machst du da noch?
Ich bin Autor für Film, Funk und Fernsehen, hauptsächlich für Hörspiele im Moment. Zum Beispiel? Ich habe geschrieben die Kane-Serie, da habe ich mitgeschrieben, und für den Hörspielproduzenten Oliver Döring habe ich Don Harris mitgeschrieben und die Gespensterkrimis, und aktuell schreibe ich an den Earlham-Chroniken. Alles ziemlich blutiges Ja, ist Zeug. alles für Also Erwachsene, also ist nichts für nichts für Kinder. Kinder. Ja, Nein, nee, nein, nee. genau. Genau. Und ja, das ist eigentlich eine schöne Arbeit. Ja, das ist das, was ich so aktuell mache. Ja, wunderbar. Ich heiße Roland Heeb, hatte ich ja schon gesagt. Ich schreibe auch Drehbücher, meistens fürs Fernsehen. Schöne Serien wie Soko Leipzig, Alarm für Cobra 11, Kölner Tatort etc. pp. Ja, das musst du mir jetzt nicht so unter die Nase reiben, weißt du? Nein, schon. Kann man alles auch gucken. Wir haben auch Webseiten. Hast du eigentlich eine Website? Wir haben ja eine Website. Ich hab eine Was ist Tumblr-Webseite. das denn? Ja. Ja. Tumblr, Okay. das ist. Warum Nicht muss ich das ins. immer erklären? Das muss Ja, ich weil in das einem kein Wissen Mensch Podcast. kennt. Doch. www.mondo23.com. Das ist die Website von unserem Ja, kleinen nein. Okay, Autorenkollektiv. dann habe ich keine richtige Webseite. Nein, ich hatte mal eine, aber die habe ich jetzt nicht mehr. Und man kann mir auf Tumblr folgen. Viele Leute wissen, was Tumblr ist. Das ist halt sowas wie Twitter oder so. Und da kann man meinen Namen suchen. Da findet man mich dann auch. Strebech mit einem E, sollte man dazu sagen. Genau, Streberg. Wenn wir es denn jetzt schaffen, auch noch eine Website an den Start zu kriegen für diesen Podcast, dann gibt es ja auch sowas wie Show Notes. Ja, Das haben wir ich gelernt. glaube, das müssen wir sogar. Ne? Und dann kann man da auch Links setzen, nicht nur zu diesen Sachen, zu deiner Website oder unserer, sondern eben natürlich auch viel wichtiger zu den ganzen Themen und Informationen. Gut, jetzt haben wir ziemlich viel geredet und vielleicht sollten wir einfach mal direkt in Medias Res gehen. Ich habe hier so ein schönes Zitat. If you spend too much time thinking about a thing, you'll never get it done, hat Bruce Lee mal gesagt. Und deswegen haben wir jetzt sehr viel geredet. Thinking, Reading ist ja ungefähr dasselbe. Ja. Wir haben uns heute einfach einen sehr ungewöhnlichen Einstieg ausgedacht, glaube ich, für das große Thema Wer, wie, was, der, die, das. Weil wir haben lange überlegt schon, was, ja, wir wollten über dieses Thema reden, aber was machen wir denn da und wie gehen wir da vor? Und jetzt war Gary die Tage in einem Floating Tank, in einem Genau, Isolationstank. das erste Mal. Genau, und da schickte er mir ein Foto und dann habe ich gedacht, das wäre doch ein super erstes Thema. Ja. Der Gary erzählt von seinem Erlebnis im Floating Tank. Und jetzt, bevor wir, glaube ich, da ins Detail gehen, sollten wir natürlich mal ein bisschen erklären, was ist Was ein das ist, Floating ganz Tank und vor allen genau. Dingen, was zum Teufel hat das bitte. Oh, mit Tipp zum Teufel. Was hat das um Gottes Willen mit Spiritualität, mit den großen Fragen zu tun? Gary, was ist ein Floating Tank? Ja, Floating Tank ist im Grunde ein ja, Swimmingpool kann man ja nicht sagen, eine große Badewanne. Große Badewanne. Die ist gefüllt mit Salzwasser. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Salz da drin ist, aber auf jeden Fall so viel Salz, dass man wirklich da drin schwebt. Das ist so wie im Toten Meer, ne? Da Ja, kann man doch auch einfach genau. so, weil es genau. So, und das Besondere daran ist dann noch, dass diese Floating Tanks dann sich meistens schließen lassen. Deckel drauf, also Ein quasi Deckel eine drauf. Badewanne mit Deckel voller Salzwasser. Ganz genau. Und das, man sitzt dann da wirklich im Dunkeln, im Idealfall. Bei mir war es jetzt leider nicht so, aber das erzähle ich nachher nochmal. Ja, im Idealfall ist es dann so, dass halt diese ganzen Reize, die so von außen kommen, sei es jetzt halt Sachen, die wir hören oder Sehen. sehen, natürlich, dass die alle ausgestellt werden, so dass man so praktisch mit sich selber ist. So, ne? Und ich hatte davon, das erste Mal gehört hatte ich ja davon damals, Gott, wie lange ist das her? Das war der Film mit dem William Hurt, Altered States. Altered States, zu Deutsch der Der Höllentrip. Finde ich auch Höllentrip. sehr interessant, Ja, ja, weil ja. Altered States heißt ja einfach nur veränderter Ja, Zustand und ja. die Deutschen müssen da gleich ganz klar sagen, veränderter Zustand ist direkt ein Höllentrip. Ganz genau. Ja. Und ich weiß, ich kann mich noch. Ich habe den Film seit Jahren nicht mehr gesehen. Ich weiß aber, dass er mir damals sehr gefallen hat, weil das war noch die Zeit, wo ich tatsächlich dann auch mehrmals ins Kino gegangen bin für so einen Film. Ja. Und den habe ich also wirklich öfters gesehen. Und da wurde das zum ersten Mal thematisiert. Aber ich glaube, das ist sogar der einzige Film, der einzige Spielfilm, der das zum Thema hat. Ja, mir fällt natürlich direkt Fringe noch ein, diese schöne Fernsehserie von Okay, J.J. Abrams, wo ja. Walter Bishop, der leicht schräge Wissenschaftler, ja auch gerade in den ersten paar Folgen öfter mal sich in den Isolationstank bewegt, der
legt sich aber nicht nur einfach in Isolationstank, sondern nimmt dabei auch noch diverse psychoaktive Stoffe zu sich, um irgendwelche Ideen zu haben oder sowas. Das geht beides natürlich auf den Erfinder vom Isolationstank zurück, ne? Vielleicht können wir einen kurzen historischen Exkurs noch vorne ansetzen. Also auch der Höllentrip, der basiert, glaube ich, sehr stark sogar auf den Ideen von John C. Lilly, heißt der gute Mann. Ah, okay. Der hat das erfunden, den Isolationstank. Und zwar in den 50er Jahren, 1954, wenn ich mich recht entsinne. John C. Lilly war ein Wissenschaftler und der wollte ursprünglich, glaube ich, herausfinden, was denn eigentlich passiert, wenn das Gehirn keine Sinneseindrücke bekommt. Allgemein ging man, glaube ich, davon aus früher, dass wenn das so ist, dass man dann einschläft, im besten Fall, oder verrückt wird. Eins von beiden. Also beides ist jetzt nicht so interessant eigentlich. Und er wollte das rausfinden und hat dann diesen Isolationstank gebaut. Das war damals noch sehr unangenehm, soweit ich das verstanden habe. Das war wirklich so ein komischer Tank, wo man auch so eine Maske aufgesetzt bekam mit einem Luftschlauch. Man musste manchmal sogar noch Neoprenanzug tragen oder so. Und dann schwebte man da so drin und dann wurde geguckt, was passiert. Das ist natürlich nicht so wirklich optimal, weil die Sinneseindrücke davon natürlich nicht ganz verloren gehen. Also wenn du so eine Maske auf hast Ja, und klar, Schlauch logisch. und solche Sachen, dann ist Ja, das ja natürlich nicht. Aber der hat das dann als erster gemacht, hat das dann sehr exzessiv betrieben, hat dann auch angefangen, LSD zu nehmen, hat dann vor allem Ketamin genommen, ein anderer psychoaktiver Stoff, der, glaube ich, auch in der Narkose benutzt wird okay. und ist dann auch sehr ein bisschen abgedreht, muss man dazu sagen. Hat unter anderem, glaube ich, sowas wie Skynet eigentlich erfunden, wenn man so will. Wir erinnern uns, Terminator 2, Skynet, die Ja. bewusste künstliche Intelligenz, die uns alle umbringen will. Ich glaube, er hat auf einem dieser oder mehreren dieser Trips mit Ketamin im Isolationstank mit auch so einer Art künstlichen Intelligenz Kontakt aufgenommen, wo auch er das Gefühl hatte, das wird früher oder später zum Krieg mit den Menschen führen, weil für die künstliche Intelligenz ist eine andere Atmosphäre natürlich viel lebenshilfreicher als für den Menschen, ne? Und deswegen würde irgendwann mal hier sozusagen die künstliche Intelligenz uns alle platt machen und dann die Erde so terraformen, sodass dann für den Computer das Leben viel besser ist. Und das war also eins von diesen Dingen. Er hat aber auch, glaube ich, ganz gute Einsichten darin gehabt, so über das Bewusstsein, hat ja auch angefangen dann zu meditieren, hat auch mit Yoga viel zu tun gehabt. Aber er ist eigentlich so der Erfinder gewesen. Und ich glaube, erst in den 70er, 80er Jahren hat man dann diese Tanks auch so in so Wellness-Centern oder beziehungsweise auch als Entspannungshilfen entdeckt. Und ja, hat dann auch vor allen Dingen dafür gesorgt, dass die ganze Erfahrung angenehmer wird. Also man muss eben jetzt nicht mit einem Neoprenanzug und einer Atemmaske drin liegen, Gary, oder? Nein, nein, Nein. absolut nicht. Was Ganz, ganz im Gegenteil. genau, Also, wie läuft das denn? es wird einem, wenn man sich so ein bisschen mit der Materie beschäftigt, wird einem sogar geraten, halt auch komplett nackt. Also ohne, selbst eine Badehose wäre dann schon was, was einen so ein bisschen. Es geht halt auch. Ich meine, das Tolle ist ja wirklich, man schwebt da drin. Ja. Ne? Also man, es ist ja wirklich wie, nach einer Zeit spürt man das Wasser auch nicht. Das Wasser ist genau auf Temperatur von, ich glaube, 37 Grad ist es. Und man schwebt dann wirklich da drin und man hört dann nichts und man sieht auch nichts. Im besten Falle, wie gesagt, bei mir war es so. Also es war, ich hatte recherchiert und habe nach Flotation Tanks in meiner Nähe gesucht Ja. und habe natürlich gegoogelt und da gab es dann zwei in Essen. In Bochum gab es nichts. Ich komme aus Bochum. Da gab es nichts und in Essen gab es zwei, einmal in einer privaten Zahnklinik und einmal in so einem Wellness-Center. Mit dem Wellness-Center habe ich keinen Kontakt irgendwie aufbauen können, irgendwie weder per E-Mail noch per telefonisch, deswegen habe ich mich an die Zahnklinik gewendet. Das war ein toller Raum, also es war wirklich wie in so einem Wellness-Hotel, so mit Kiesboden und alles sowas, mit einer tollen Dusche dabei. Und der Flotation-Tank war eine riesengroße Muschel, was mich natürlich sofort an Urmel aus dem Eis erinnert hat, ne? So Sehr meine gut. Mupfel. Genau, oder gab es nicht früher diese Fahrwerbung oder sowas, wo immer so eine Riesenmuschel Ja, aufging und so eine gut stimmt. aussehende Ja, Blondine kam da raus? genau. Ja. Was mich erschrocken hat, ist, also man kann das auf deren Webseite, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der da, aber Wir linken das. Flotation Ja. Tank in Essen, da gibt es wirklich nicht so viele. Was mich gewundert hat, war wirklich, wie groß das Teil war. Ne? Aber ich meine, macht ja auch Sinn. Man muss ja da schon bequem Platz drin haben. Man soll ja auch so darin schweben, dass man eben nicht an die Wände stößt, Ganz sondern genau. diese ganze Idee ist ja wirklich, dass man sozusagen
das Gefühl für den Ja, Körper eigentlich komplett verliert, ne? ganz genau, ganz Genau. genau. Und das Dumme war in meinem Fall nur, dass sich der Deckel, also der Muscheldeckel sozusagen, dass der sich nicht ganz schließen ließ und dass aus diesem Grunde immer ein Spalt offen war, also, und so ein paar Zentimeter offen war, Licht reinkam und die Hydraulik von dem Deckel hat man halt immer noch gehört, was mich dann mindestens eine Viertelstunde von meiner, also ich hatte eine Stunde gebucht. Eine Viertelstunde war ich damit beschäftigt, mich innerlich darüber aufzuregen. Aber da saß ich dann schon in dem Ding drin. Ich hatte dann keine Lust gehabt, mich jetzt da schnell den Bademantel, der übrigens gestellt wird, und auch die Badeschlappen, aber ich hatte trotzdem keine Lust, da jetzt da hochzugehen und um mich zu beschweren. Deswegen bin ich liegen geblieben. Und ja, also das Erste, was ich mal sagen muss, ist, man darf da wirklich nicht beim ersten Mal mit zu großen Erwartungen dran gehen. Also man darf jetzt nicht erwarten, dass man jetzt komplett wirklich in so einem Nirvana abdriftet. Mir ist es passiert, dass ich wirklich so 3, 4 Mal tatsächlich in so einen Zustand geraten bin, den ich auch habe, wenn ich meditiere. Also wo ich wirklich dann so wegknicke, fast schon wie, als wenn man einschlafen würde. Es ist ja durchaus so wie bei der Meditation. Und ja, und es war super entspannt. Also nach einer Zeit spürt man wirklich den eigenen Körper nicht mehr. Das ist schon super interessant. Aber in dem Moment, wo man halt drüber nachdenkt, ach, ich spüre meinen eigenen Körper nicht mehr, weißt du, das ist dann schon wieder hinderlich. Also was mir jetzt noch nicht so richtig hundertprozentig gelungen ist, das war wirklich die hundertprozentige Entspannung. So, das, ich glaube, dafür brauche ich da noch ein paar Ja, Sitzungen. ich kann mir gut vorstellen, das ist ja oft so, wenn man was das erste Mal macht, ist man ja viel mehr noch damit beschäftigt, wie man es macht, was man macht, macht man alles richtig, beziehungsweise irgendwie, jetzt wenn du sagst, der Deckel war nicht ganz zu, dann ist man erstmal damit Ja, beschäftigt, ne? absolut. Und das ist sicherlich was bei wiederholtem Male dann vielleicht nicht mehr so da ist, Ja, ne? aber du hast ja auch Erfahrung mit Richtig, ich habe Flotation. das ja auch ein paar Mal schon gemacht und ich war auch einmal, wie ich gelernt habe, im ältesten Flotation-Tank in Deutschland. Ah, Der steht okay. nämlich in Berlin. Ja. Und die haben allerdings auch noch eine Muschel. Und da war ich dann auch schon mal drin. Die ist ein bisschen geräumiger. Wobei im Endeffekt ist es ja ziemlich egal, wo man drin liegt, weil Ja, es ist das ist. stockduster im besten Ja, Fall. genau. Man hört nichts, man sieht nichts und man spürt nichts. Also ist eigentlich egal, Also ich ne? glaube, das Erste, was man sagen kann, es ist nichts für Leute mit Platzangst. Das auf keinen Fall. Ne? Also Wahrscheinlich ist das nicht nee, so das sollte man nicht günstig. machen. Ja. Weil es wird dann schon ziemlich, also es ist geräumig, aber wenn erstmal der Deckel zu ist, es wird dann natürlich gezeigt, wo der Notschalter ist, falls irgendwann mal was sein sollte oder so. Aber es ist dann, naja, also Leute, die da Platzangst haben könnten, die könnten Das, Probleme kriegen. ja klar, weil ich meine, witzigerweise kriegt man ja eigentlich nichts davon mit, dass man in einem kleineren Raum drin ist, weil es ist ja eben dunkel und man ist ja einfach nur schwarz. Ja, Aber auch das ist ja für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen abschreckend. Tatsächlich ist das aber alles gar nicht so schlimm. Also ich glaube, ich hatte ja auch am Anfang, als ich das erste Mal das gemacht habe, dachte ich auch so, man weiß ja nicht so genau, ne, weil man legt sich quasi in so eine Art etwas geräumigeren Sarg, wenn man will, und schwimmt dann in diesem warmen Salzwasser, was irgendwie nur, was weiß ich, 30 Zentimeter oder sowas, ach, noch weniger. Also ich kenne das, ne, das ist immer so ganz niedrig. Deswegen weiß ich gar nicht so mit Platzangst. Ich meine, Platzangst ist wie jede Angst natürlich sowieso nur im Kopf. Von dem her ist es vielleicht auch therapeutisch. Ich weiß es nicht, was es macht. Aber gut, da sollte man sich das überlegen, wenn man Ja, da sagen wir so, Probleme mit also hat. die Dame bei dieser Zahnklinik, die sagte mir, die erzählte mir, dass sie das bewusst einsetzen bei Leuten, die zum Beispiel Ängste haben bei einer Kieferbehandlung oder so. Also ich fand auch das sehr erstaunlich, dass das jetzt, es war natürlich wirklich so eine Privatklinik. Da kann man sich natürlich vorstellen, da sieht die ganze Klinik aus wie ein Wellness-Center, irgendwie so super gestylt und so. Und die benutzen das halt zur Angstbewältigung. Ja, da kommen wir gleich auch noch zu, weil Floating hat ja ganz viele verschiedene Anwendungsgebiete. Ich glaube, dass, ich sag mal, dieser Selbsterfahrungs- oder Selbsterforschungsaspekt, der ist ja nur einer davon, und dieser Wellness-Aspekt auch, also ich sag mal, die Entspannungsgeschichte. Ich glaube, vielleicht kann man ja noch, ich überlege gerade, ob wir die technischen Details schon so weit erklärt haben, ob man sich das wirklich jetzt vorstellen kann. Also, es ist ein dunkler Raum. Man kann sich auch Musik Man dazu, kann sich ne? Musik und meine Badewanne, ich habe gesagt, mein Tank, der hatte dann, das habe ich kurz vor Schluss habe ich das gemerkt, aber ich wollte ja wirklich die total finstere Version, also finster im Sinne von einfach kein Licht und keine Einflüsse von außen. Aber ich hätte mir Musik dazu schalten können, was bestimmt auch nicht schlecht ist, wenn man die so von unter Wasser hört. Dann
hätte ich einen Sternenhimmel dazu machen können. Das wäre das. Das ist, Also glaube ich, die gleiche Muschel, die auch in Berlin steht. echt, Ich habe das also Gefühl. Ja. das war ein schöner Effekt. Also Okay. wäre meine Muschel jetzt komplett duster gewesen, dann wäre das tatsächlich, hätte das funktioniert. Ja, Aber so okay. habe ich das natürlich gesehen. Also da sind im Deckel praktisch innen drin sind viele kleine feine Löcher eingearbeitet. Und wenn man dann einen Knopf drückt, dann erstrahlt praktisch schon ein ganzer Aber es gibt keine Sternenhimmel. Sternschnuppen, oder? Wo Nein, man keine was Sternschnuppen. wünschen Das kann. wäre Ja. schon der Horror. Vielleicht kommt das noch. Und was war noch? Ja, so ein bläuliches Licht, was von unten Hm, kommt. Das hätte ich genau. ja auch noch dazu Ja. schalten können. Ja, ich denke wirklich, das Vielleicht wäre. sollte man noch erklären, dass wenn man jetzt da so drin liegt, man fragt sich jetzt auch vielleicht so ein bisschen, wo der Kopf eigentlich ist, weil das ist ja das Faszinierende, dass man wirklich getragen wird von dem Wasser Ja. und der Kopf ja nicht weiter runter sinkt, als dass gerade noch so eben Nase, Augen, Mund frei bleiben. Die Ohren sind ja unter Wasser, da kriegt man so Ohrenstöpsel. Ich hatte keine Du hast Ohrenstöpsel keine gekriegt. Ohrenstöpsel, Nee, wirklich nicht. aber das wäre jetzt eine Sache gewesen, die ich noch empfehlen würde, Ja, mir aber tatsächlich das habe ich noch nie Ohrenstöpsel. anders gesehen, weil da läuft ja das Wasser in die Ja, Ohren. ist mir Ja, auch total unangenehm. ja. Okay, nee, da sollten eigentlich, also ich kenne das nur mit Oropax, also mit diesem, Ja, ne, die steckt man es sich macht auch vorher totalen rein Sinn. Ja. und dann kann man wirklich so sich ganz entspannt, es ist wie fallen lassen. Das ist ja, Ja. damit fängt das ja schon mal an. Also dieser Entspannungsaspekt, der ist ja da, indem man sich einfach mal fallen lässt, dass man alle Anspannung im Körper, zumindest die bewusste, die kann man schon mal loslassen. Die unbewusste ist ja ein bisschen schwieriger, aber zumindest mit der bewussten kann man schon mal anfangen. Und wenn man dann sich auch traut, den Kopf richtig fallen zu lassen, also auch die Nackenmuskulatur, die man ja sonst nie locker hat, einfach mal richtig fallen zu lassen, dann bleibt ja nur noch so dieses Gesicht. Nur die Nase, die Augen und der Mund gucken raus. Und dann kann man ganz entspannt atmen. Man hört dann natürlich den Atem, den Und hört den man. Herzschlag, den Herzschlag Herzschlag. hört man. Und man hört manchmal auch so leichtes Plätschern, wenn man mal irgendwo, vielleicht am Anfang, gerade wenn man sich noch so organisieren muss, dann stößt man ja doch noch manchmal gegen die Wand. Aber sobald man dann irgendwann mal da liegt, dann hängt man wirklich so schwerelos im All. Also das Ja, finde ich, ja. also das ist ja auch ein Zustand, den man auf der Erde sonst überhaupt nirgendwo anders haben kann, außer im Toten Meer vielleicht noch. Ne? Im Also Toten Meer, allein ja. diese, für diese Erfahrung lohnt sich das meiner Ansicht nach schon, da mal reinzugehen. Das ist einfach echt abgefahren. Ja. Und Ne? ich war letztendlich erstaunt, wie viel Flotation Tanks wir doch hier in Deutschland oder auch in Nordrhein-Westfalen haben. Also das ist Ja, echt nicht da wenig. kann man auch gucken. Ich glaube, wie Es heißt gibt sogar das? einen Verband. Genau, der Deutsche Floating-Verband, www.floating-verband.de, da gibt es alle möglichen Informationen, da gibt es dann auch eine Liste, leider auch ein bisschen unaktuell. Ich finde, es gibt zwar schon einige, aber leider nicht genug. Also ich hatte mal, ich wohne in Dortmund und ich hatte wirklich mal direkt hier um die Ecke einen, der hat dann aber irgendwie zugemacht und jetzt ist der nächste, glaube ich, wirklich der in Essen und dann in Köln und klar, in Berlin gibt es welche, in den Großstädten und so, aber man muss schon ein bisschen gucken. Also ist jetzt auch nicht so, als gibt es sie an jeder Ecke. Wie teuer war das hier? Was hast du gezahlt, wenn Das habe ich du bezahlt. Ich glaube, 50, 60 € kostet die Stunde. für eine Stunde? Ja, ich Ja. habe 75 Ja, bezahlt. also das ist vielleicht auch noch wichtig. Ist nicht ganz billig, Nee, ne? ist Also nicht das muss man ganz schon billig. sagen. Ja. Vor allen Dingen, wenn man es, sagen wir mal gleich zu den therapeutischen Aspekten kommen, auch mal länger machen oder öfter machen soll, meine ich. Oder auch länger. Ich meine, eine Stunde, man kann ja auch 3 Stunden da drin rumliegen. Dann ist das natürlich auch nicht ganz billig. Also das sollte man vielleicht auch vorher noch wissen. Aber wie gesagt, ich finde, es lohnt sich alleine für dieses Schwerelosigkeitsgefühl, dieses Entspannungsgefühl. Ja, und dann ist es natürlich so ein bisschen auch an einem selber, was man da mit sich anfängt. Ne? Also ich sag mal, wie hast du das denn empfunden? Also du hast erzählt, ich mach dir das da mal ab, Gary, da hängt dir was am Arm. Okay, Äh, also ne? ich hab für mich Nachdem du dich jetzt festgestellt, eine Viertelstunde darüber geärgert hast, dass nicht dunkel war, ja, was ganz war denn genau. dann? Ja, also ich konnte mich schon relativ gut entspannen, hatte aber auch ständig das Gefühl, dass irgendwie, dass ich mein Kopf, das, was du gerade angesprochen hast, dieses sich wirklich ganz zurück. Also ich hatte hinterher das Gefühl gehabt, oder währenddessen eigentlich schon das Gefühl gehabt, dass sich da irgend so ein Muskel bei mir im Nacken verspannt. Und das habe Ja. ich darauf zurückgeführt, dass ich halt nicht wirklich, wie du gerade schon beschrieben hast, den Kopf wirklich, dass ich mich nicht habe komplett fallen lassen. Und aber ich habe auch gehört, dass einige Leute damit Probleme haben, sich so. Ja, es ist ganz kontraintuitiv, muss man ja sagen. Wenn Ja. man da liegt im Wasser, weil man denkt, sobald ich jetzt den Kopf ganz fallen lasse, dann geht der unter. Ja. Und da muss man einfach vertrauen, dass das nicht passiert. Ja, Und man ja, muss es einfach ja. mal ausprobieren und immer weiter fallen lassen. Und man geht nicht unter. Also außer man gibt jetzt Schwung, klar. Ja, Also ja, wenn ich ja, den Kopf ja, jetzt richtig ja. zurückwerfe, dann gehe ich natürlich unter. Aber wenn ich den ganz langsam runterlasse, ich sag mal, man kann es ja auch mit Ein- und Ausatmen immer weiter, immer weiter, immer ein bisschen runter, dann bleibt das einfach
frei. Also du gehst nicht unter, du kriegst weiter Luft. Mm. Und dann ist das, aber das ist halt eben auch Das eine ist, Übung zum genau, Beispiel, die man genau. ja auch im Takt machen kann. Das ist halt so ein Anfängerfehler gewesen. Ich habe aber auch hinterher gesehen, dass die hatten da so einen Bastkorb und in dem Bastkorb war tatsächlich so ein Nackenkissen. Und das hatte ich gehört, dass einige Leute auch so Nackenkissen Stimmt, benutzen. das habe ich auch mal da rumliegen sehen. Genau, so ein herzförmiges Teil, so aus Schaumstoff und das hätte ich benutzen können, aber es hat mich keiner darauf hingewiesen, auch auf die Ohrenstöpsel nicht, was eigentlich. Ich habe mir vorher selber noch gedacht, eigentlich müsste ich Ohrenstöpsel mitnehmen, habe es aber dann doch vergessen und habe dann währenddessen auch nicht dran gedacht und hatte dann tatsächlich auch hinterher Wasser im Ohr. Ja, das ist komisch, habe ich auch noch nie gehört, aber vielleicht haben sie es auch einfach vergessen oder so. Da sollte man auf jeden Fall drauf Ja, achten, weil das ja. macht die Sache ein bisschen angenehmer. Natürlich. Und Und es unterstützt dann auch nochmal dieses, dass man wirklich nichts hört. Hast du denn im Tank, während du da lagst, irgendwie eine bestimmte, ich sag mal, Meditationsübung gemacht, bestimmte Atemübung, oder hast du da, sag ich mal, einfach Nee, so rumgelegen? rumgelegen, ich habe auf meinen Herzschlag gehört. Am Anfang ging mir das total auf den Senkel, weil ich gedacht habe, oh, scheiße, jetzt höre ich auch nochmal einen Herzschlag. Ruhe hier! Echt? Aber Genau. es geht ja gar nicht anders. Nee. Und dann habe ich das wirklich so eingebaut und habe so auf meinen Herzschlag gehört und das war dann schon, also da merkte ich dann schon, wie ich dann so mich richtig gut entspannen konnte. Hast du ein anderes Zeitgefühl gehabt oder war das dann, als es dann vorbei war, war das Also nach. ich bin ganz ehrlich, die eine Stunde kam mir unheimlich lang vor. Tatsächlich. Also deswegen würde ich vielleicht empfehlen, am Anfang eine halbe Stunde zu machen. Mal ganz abgesehen davon, dass es auch preiswerter Ach, kann man ist. das bei denen? Ja. Ah, ja, okay, Ich ich kenne hätte das auch auch eine immer halbe nur. Stunde Ah, ja, machen können. okay. Und Ah, das ist ja ein guter Hinweis. genau. Also das würde ich vielleicht empfehlen, weil so die letzten 15 Minuten, weil ich habe mich dann ständig gefragt, Gott, wie lange ist es jetzt noch? Wie lange ist es denn noch? Vor allen Dingen, die lassen dann, das ist ganz lustig. Erstmal habe ich mich gefragt, wie kriegen das Wasser da rein? Und klar, das wird, also die sitzen oben da an der Rezeption und dann drücken die auf den Knopf. Also dieser Flotation Tank, dieser Raum, der war unten im Keller. Und dann drücken die auf den Knopf und dann wird Wasser eingelassen. Und genauso, ich sage, wie merke ich denn, dass die Stunde vorbei ist? Das wird Wasser wieder rausgelassen. Aber jetzt nicht so schnell, dass man Kronk. plötzlich auf dem Trockenen Genau. sitzt. Aber man merkt halt schon an den Geräuschen, aha, okay, da Ja. tut sich jetzt was, die Stunde ist vorbei. Das ist wirklich muss das gleiche Ding sein, was in Berlin da auch steht. Es ist interessant, es gibt, glaube ich, zwei verschiedene Varianten. Es gibt auch die Variante, wo das Wasser immer drin bleibt. Da denkt man natürlich sofort, Ja. genau, wir pinkeln da alles rein. Grundsätzlich sollte man natürlich überhaupt nicht reinpinkeln, aber es ist ja nicht zu vergessen eine hochgesättigte Salzlösung. Das ist schon mal sehr desinfizierend. Plus, ich glaube, da kommen auch noch ein paar Zusätze rein. Und ich glaube, es wird dann gefiltert immer wieder. Also es läuft dann durch so einen Filter durch. Das heißt quasi, das Wasser wird nicht komplett rausgelassen, reingelassen, sondern immer so, wenn dann niemand drin liegt, wird es Ja. quasi durch so einen Filter gejagt. Das ist halt hundertprozentig hygienisch. Da gibt es überhaupt da muss man sich keine Sorgen machen. Und wie gesagt, Pipi machen sollte man möglichst nicht oder Da hat man so, ja, ne? also wie gesagt, da war eine super Dusche, war da noch und Man muss sich ja vorher auch duschen, das ist ja wichtig. Vorher und nachher. ach was, vorher? Ja. Ich habe gedacht, nachher. Nein, das hat mir auch keiner gesagt. Warum muss Okay. man sich vorher duschen? Ja, Keine Ahnung. natürlich, weil Ich man. war geduscht. Ich habe an dem Morgen Ja, geduscht. man soll sich eigentlich vorher duschen, einfach um nochmal irgendwie Dreck oder Öl auch von der Haut und so, dass man richtig einseift und dann abspült und dann macht man die Ohrenstöpsel rein und dann legt man sich Super. da rein. Ja, Klasse. okay, das ist Hat mir keine natürlich, Sau man gesagt. sollte schon vielleicht dann auch deine Kunden informieren. Das Ja, wäre vielleicht ja, ja, ja. hilfreich. Ja, ich hab das Gefühl gehabt, die Dame, die war jetzt nicht so, die machen das, glaube ich, nicht so oft. Weil ich Wahrscheinlich hatte nicht, den ja. Termin um 13 Uhr gehabt und konnte aber schon um 12 Uhr kommen. Also von daher war da jetzt keine Schlange oder keine Ja, und anderen Termine. nachher muss man sich ja eh duschen, Ja, nachher weil, ist ne, genau. klar. Ja, ich glaube, das ist nicht so ein eine bekannte Sache, also dieses Floating. Deswegen fand ich das ja auch ein interessantes erstes Thema für unseren Podcast, weil Ja. das ist irgendwie etwas, was, ich glaube, das war mal so ein bisschen populär Anfang der 80er, so Ja, habe das ich ist das. ganz, muss ich Ja. eine ganz witzige Geschichte erzählen. Ich habe das meinem Cousin erzählt und der hat mir dann erzählt, dass, ja, das hatte ja meine Schwester, hatte das im Keller. Ach, Ich sage, wirklich? wie, wann? Ja, als sie noch in Bremen wohnte, das ist so ungefähr 10 Jahre her oder so. Und dann habe ich meine Cousine gefragt, ich sage, Alex, sag mal, schön, dass du hast einen Flotation-Tank im Keller gehabt. Ja, zwei Stück. Wow. Ja, und die hatte tatsächlich, die hatten sich das damals, als sie da mit ihrem Partner zusammen war, die hatten sich das wohl offensichtlich aus Amerika schicken lassen. War Wow. schweineteuer, das war noch Ich zu wollte gerade sagen, D-Mark-Zeiten. ja. Und hatten dann da, was hat sie mir erzählt, 6 Säcke Salz mussten da immer rein und Wow, so. ja, Also das das war. ist der kleine Nachteil, nämlich an diesen Teilen. Die kosten, glaube ich, richtig viel Geld. Ich glaube, also Ja. weil, wie du ja schon beschreibst,
das ist ja alles eingebunden in eine Art Badezimmer, sag ich mal. Ja, Das ist ja ja. quasi wie, du hast eine Toilette, du hast eine Dusche, ein Waschbecken und anstatt der Badewanne ist halt der Floating Tank da. Und ich glaube, allein der Floating Tank kostet mehrere tausend Euro, das ganze Installieren, diese ganze Filteranlage etc. pp. Also ich glaube, das ist richtig, richtig teuer. Das heißt, so für den Privathaushalt ist das eher nicht was. Außer Das, du hast sehr viel Geld. ja, außer du hast sehr viel Aber Geld. okay, wenn du so viel Geld hast, dass du dich fragst, Sauna oder Flotation Tank, dann Ja. könnte das, ich denke, dann ist Da würde das. ich den Flotation Tank ja vorziehen. Ich Ja, ich hätte gerne auch. so ein Teil, weil ich glaube, das ist, also wenn man auch so ein bisschen sich mit der Literatur beschäftigt, das ist auf vielen Ebenen, ist das total gesund. Also das ist ja, Dazu sollten wir mal ne? kommen. Was ist eigentlich der Benefit? Warum macht man Der das eigentlich? Benefit, genau. Warum macht man das eigentlich? Warum gibt man eigentlich so viel Kohle aus? Also ich sage mal, wir haben ja schon mal Entspannung. Also ich glaube, es gibt so diverse Sachen. Es gibt ja einmal diesen Entspannungseffekt, es gibt diesen Ruheeffekt. Ich sag mal alleine, dass man sich mal eine Stunde lang von allen Inputs befreit. Gerade heutzutage, wo ja immer mehr Informationen auf uns einprasseln, ist das ja wirklich mal fast wie eine Oase. Es ist so wirklich tiefes Durchatmen. Es ist ruhig, es ist still, was ungefähr das Gleiche ist. Man hört nichts Man und fühlt man nichts, fühlt also nichts. fühlt im Ja. Sinne von der Hast du Körper, denn der es macht. deinen Körper irgendwann, sage ich mal, vergessen? Also hast du Ja, wirklich das ja. Gefühl gehabt, mein Körper ist gar nicht mehr da? Das geht eigentlich tatsächlich relativ schnell. Und am Anfang hatte ich noch so das Gefühl gehabt, merkwürdigerweise, dass als wenn ich in so einem Fluss liegen würde und ich würde so nach hinten gezogen. Ja. Also es hat so die ersten paar Minuten hatte ich wirklich so das Gefühl gehabt, ich würde so nach hinten gezogen. Da habe ich immer befürchtet, ich stoße jetzt mit dem Kopf irgendwo gegen. Aber das passierte dann halt nie. Und dann nach einer Zeit, klar, also den Körper, den. Wenn dann irgendwann mal der Zeh zuckt oder irgendein Finger oder so, dann wird einem plötzlich bewusst, ach ja, da hängt ja noch was dran. Aber sonst, also das geht relativ schnell, relativ zügig. Ja, nee, das fand ich nämlich auch sehr, das ist ja total spannend, weil wann hat man das denn mal? Ja, Also, dass du genau. wirklich nicht, dass dein Körper gar nicht spürst. Und das ist ja dann auch ganz interessant, so einfach zu gucken, okay, wie fühlt sich denn jetzt mein Bewusstsein an? Ich habe keinerlei Sinneswahrnehmung, keine Sinneseindrücke mehr. Ich spüre nichts mehr. Ich bin ja quasi alleine mit mir selbst. Wie fühlte sich das denn für dich an? Ja, es war sehr interessant. Also wie gesagt, also das kommt so einer Meditation, kommt das sehr entgegen, also so einer Ja. intensiven Meditation. Also das. Ich war jetzt noch, glaube ich, beim ersten Mal noch ein bisschen zu viel damit beschäftigt, mich über die Lücke in dem Dings da aufzuregen, halt, dass da Licht von außen reinkam. Und ich habe immer nur so kurze Momente gehabt, wo ich wirklich so hinterher das Gefühl hatte, ah, da bin ich jetzt so richtig abgedriftet. Ja. Das war jetzt kein so ein andauernder, also ich kann jetzt nicht sagen, die ganze Stunde habe ich praktisch, ah, es kam mir nur vor wie 5 Minuten oder Ja, so. Ne? ja. Deswegen kam mir das auch fürs erste Mal zu lange vor. Weil dieses einfach Loslassen von diesen ganzen Sinneseindrücken und so, und von dem, nicht nur von den Geräuschen außen, okay, das wird alles ausgeblendet und das funktioniert alles super, aber dieses ganze Gewimmel, was man im Kopf hat, Genau. die Gedanken und so, und die tatsächlich so auf so ein bestimmtes Level so runterzuschrauben, das ist, glaube ich, die Kunst und ich glaube, dafür braucht man einfach ein paar Sitzungen. Oder diverse Jahrzehnte oder Ja, 500 Leben, keine Ahnung. Ich ganz glaube, damit genau. hast du ja eigentlich schon, sagen wir mal, die Krux, fast ich sag mal, für mich persönlich, des spirituellen Lebens zusammengefasst. Ja. Nämlich wirklich sich aus dem Gedankenfeld zu befreien. Also ich glaube, das ist ja genau das, was passiert auch in der Meditation. Ich sitze da, alles gut? Ja. Man sitzt in der Meditation und auch da ist es ja im besten Fall so, dass man relativ entspannt sitzt. Man sitzt vielleicht auch im Dunkeln. Also auch da werden die Sinneseindrücke ja so gut, es geht zurückgefahren. Natürlich längst nicht so stark wie im Floating Tank, aber schon soweit es geht. Ja, und das, was meistens, was dann übrig bleibt, ist dann das, was im Kopf vor sich geht. Ne? Und genau darum geht es ja dann, zu gucken, okay, was Genau. passiert denn jetzt eigentlich? Und dann beobachte ich einfach das, was in meinem Kopf vor sich geht. Und das läuft und läuft und läuft und läuft. Und im besten Falle ist es dann irgendwann mal still für einen Moment oder auch mal für einen längeren Moment. Oder ist der Moment überhaupt dann noch in der Zeitspanne zu messen? Ist der Moment nicht sowieso dann ewig? Aber er fühlt sich nur kurz an. Und genau das ist genau das Gleiche, was da auch passiert.
Ich glaube, was im Floating Tank ein bisschen einfacher ist, ist eben dieses Loslösen. Weil in der Meditation, da zwickt es dann und dann sitzt man so komisch und dann tut es einem hier weh und da weh und dann hört man doch wieder von irgendwo ein Geräusch oder ne, das ist ja dann alles im besten Fall im Floating Tank nicht vorhanden. Und ich glaube, aber dann ist es auch mit der Zeitwahrnehmung eben so komisch, weil man ja auch gar keinen Hinweis mehr darauf hat, wie viel Uhr ist es denn jetzt eigentlich oder wie viel Zeit vergeht. Wir haben so viele unbewusste Hinweise im Leben, sei es der Lichtstand der Sonne oder was auch immer, dass wir merken, ah, jetzt ist Zeit vergangen, aber in diesem Umfeld gibt es keinen Anhaltspunkt mehr. Ne? Ganz genau. Also das, deswegen, also mir, wie gesagt, mir kam die Stunde, mir kam sie fast endlos vor. Und aber der Moment, wo ich mich dann tatsächlich in dem Tank aufgerichtet habe und für mich beschlossen habe, okay, das war es jetzt, das war tatsächlich 2 oder 3 Minuten, bevor das Wasser sowieso rausgegangen wäre. Also das war Ja. Aber du ziemlich hast genau. vorher schon gesagt, jetzt höre ich auf. Das Ja, war aber das. das waren wirklich nur zwei, Ja. drei Minuten vorher. Ich bin dann aus dem Tank rausgestiegen und in dem Moment wurde dann auch das Wasser abgelassen. Also es war ziemlich genau 1 Stunde. Jetzt mal noch eine Frage, was ist danach passiert? Oder wie fühlst du dich seitdem oder in den Stunden danach? Hast du da einen Unterschied gemerkt? Also ist es jetzt nur der Aufenthalt im Tank oder ist es auch das, was danach passiert, was noch Also irgendwie einen danach, ich habe Unterschied? mich sehr entspannt gefühlt, muss ich sagen. Und ja, das war es aber auch schon. Also es war jetzt nicht kein so ein riesen erleuchteter Moment, dass ich jetzt so das Gefühl gehabt habe, ah, ich schwebe jetzt nur noch. Aber es war was ich auf jeden Fall nochmal vertiefen möchte. Was ich auf jeden Fall nochmal versuchen möchte. Und ich war dann einfach damit beschäftigt, dass ich enttäuscht war, dass die Frau, ich sagte, schade, dass der Deckel sich nicht ganz. Ach ja, stimmt, ja, das wissen wir, ja, da muss irgendein Gast, irgendwie war der Deckel halt einfach verzogen. Ne? Das ist jetzt, ich reite jetzt immer darauf rum, aber das war, für mich Klar. ist das so, das war jetzt wirklich die halbe Ja, Sache. so Ne? funktioniert ja auch der Gedankenstrom, ne? Der Ja. krallt sich jetzt an irgendeiner Sache fest Ja, und ganz genau. dann bist du damit Und beschäftigt ich habe und halt, ich hätte darauf bestehen müssen, ja, hören Sie mal, dann zahle ich aber auch nur einen Zehner weniger oder 20 Euro sogar. Ne? Aber das habe ich dann nicht gemacht und das hat mich dann hinterher so ein bisschen geärgert. Nein, aber alles in allem fühle ich mich sehr entspannt und ja, auf jeden Fall eine Sache, die ich unbedingt nochmal versuchen Ich möchte. glaube auch, das ist etwas, was man wahrscheinlich ein paar Mal machen sollte. Ich würde das persönlich ge gerne wirklich sehr regelmäßig machen, aber eben die Tatsache, dass die Tanks so weit weg sind, ist halt, Ja, ja. hindert das so ein bisschen. Also, aber ich glaube, also für mich persönlich ist die Zeit nach dem Tank auch immer total Ja. gut. Also muss ich doch sagen, also gerade wenn man dann in Berlin das macht, das fand ich jetzt so immer noch besonders, weil es ja dann doch eine sehr quirlige große Stadt und man kommt dann raus und da ist dann das wilde Leben wieder. Ne? Und ich fühle mich dann schon doch immer noch sehr lange sehr zentriert und sehr, ja, alles ist gut. Ne? Ja, Es ist ja, alles ist du. gut und ich finde und ich kann dem, was mir so entgegenkommt an Menschen und Energien und so weiter, auch ganz gut begegnen und finde das einfach total nett Also irgendwie so. das habe ich auch Ne? so empfunden, jetzt nicht so bewusst wie du jetzt, aber da hast du mir einfach so ein paar Sessions da voraus. Also ich weiß ja nicht, wie oft hast du das Ich jetzt? habe es auch noch nicht oft gemacht, ein halbes Dutzend Mal oder sowas. Naja, gut, Ne? okay, ich habe Also es verteilt, zweimal aber mehr. auf lange Zeit, Ah weil ja, okay. eben wie gesagt, der eine machte dann zu, dann musste ich erstmal einen neuen suchen und dann bin ich ja auch nicht so oft in Berlin oder in Köln oder so. Und da muss man auch Zeit haben und Lust auch. Ne? Also manchmal will man doch lieber ins Kino gehen oder so. Und deswegen, aber ich glaube, wenn ich jetzt hier um die Ecke den hätte, wäre ich wahrscheinlich sehr häufig da drin, weil das einfach total entspannend ist. Was ich noch mache da drin, ist schon auch bewusste Meditationstechnik. Also einfach ein Mantra im Kopf haben und die Gedanken beobachten und versuchen, mich davon so zu entfernen. Also im Okay, Sinne von also einfach, dissoziieren, ja, ja, genau, okay. einfach das, also das, was ich in der normalen Meditation auch mache, im Sitzen würde ich dann da im Liegen machen. Und ist auch interessant, weil auch dann natürlich auch, ja, wenn man die Gedanken dann beobachtet und fließen lässt, kommt ja dann auch, wie üblich bei Gedanken, alles Mögliche und so. Und wenn man da so durchgeht, ne, dann gibt es auch, ich habe da auch schon komische, also so, ich sag mal, gewisse ängstliche Momente erlebt. Ne? Also irgendwie, ja, man ist halt im Dunkeln, im Nichts, sag ich mal. Und das ist dann auch mal irgendwie so ein bisschen komisch. Und dann ist es plötzlich wieder sehr himmlisch fast schon. Ne? Also ich meine, ich will es jetzt nicht übertreiben, also will ja keine Superlative benutzen, aber es ist schon, auch da schwankt es manchmal. Ne? Und aber das Rauskommen ist immer so, puh, ja, jetzt bin ich richtig schön entspannt und jetzt kann man noch so den netten Abend
genießen irgendwie. Ne? Das finde ich schon ganz klasse. Ja, also das ist, also vielleicht sollte man mal sagen, für wen ist das jetzt was? Also für einmal für Leute, die sich entspannen wollen, ne? Genau. Also die totale Entspannung suchen. Dann haben wir jetzt gerade gelernt, und das stimmt natürlich, Leute, die sowieso schon meditieren, die finden da wahrscheinlich auch noch viel, viel schneller rein und haben da noch einen größeren Benefit, also noch einen größeren Nutzen als Ja. jetzt nur die körperliche Entspannung. Und aber generell, ja, wie Also, sollte, ja, ja. also es wird so, weit ich das weiß, noch für ganz viele verschiedene Sachen benutzt. Also, es wird tatsächlich in der Therapie benutzt, also jetzt nicht nur körperliche Therapie, sondern auch Psychotherapie, also gegen Ängste, gegen Depressionen hat man da wohl ganz tolle Ergebnisse mit erzielt, dass Leute da wirklich auch große Sprünge gemacht haben, Ja. um von diesen Problemen loszukommen. Ja. Es wird benutzt auch bei so Sachen wie Gewicht verlieren, also Diät oder wenn ich bestimmte körperliche Schmerzen habe, sowieso hatten wir gerade schon gesagt, also auch chronische Schmerzen, die werden natürlich auch da gelindert. Ich glaube, das Magnesium, was da in dem Salz drin ist, das hilft auch noch, also das wird noch aufgenommen über den Körper, also das ist auch noch mal so ein kleiner Nutzen. Also wenn man zu wenig Magnesium hat, nimmt man darüber was auf. Und was auch, weiß ich nicht, habe ich noch nie selbst ausprobiert, Super Learning wird auch wohl ganz gerne gemacht. Also du lässt dann so ein Tape laufen, wo dir dann einer irgendwelche Lateinvokabeln ins Ohr flüstert und danach kannst du dann fließend mit Julius Cäsar diskutieren Ah oder ja, sowas. Keine Ahnung. okay. Das habe ich auch, also auch mal gehört, das wird auch gemacht. Es gibt hier, ich hatte das irgendwo gelesen, da muss ich mal gucken, es gab wohl mal so eine Art Vergleichsstudie letztens. Da haben sie wohl irgendwie ganz viele verschiedene Studien, die in den letzten Jahren über die Floating Tanks gemacht worden sind, sozusagen verglichen. Das nennt man dann, glaube ich, Metastudie oder so. Ja. Und da ist man dann auch zu dem Punkt gekommen, wenn ich das jetzt mal finden würde hier, hat mir alles schön sortiert. Jetzt ist alles natürlich durcheinander geraten. Hier. Dass das Floating anderen Entspannungstechniken, wie zum Beispiel der progressiven Muskelentspannung oder der Atementspannung, überlegen sein könnte. Und dass auch der Blutdruck sinkt und das Schmerzempfinden vermindert wird und dass sich das Ganze positiv auf Stress, Anspannung und Depressionen auswirkt. Das hat Ja, wohl damit okay. zu tun, dass in diesem Entspannungszustand, diesem Floating Tank, die sogenannten Theta-Wellen, das ist eine bestimmte Frequenz unserer Gehirnwellen, die, glaube ich, immer vorkommt, kurz bevor man einschläft und kurz bevor man aufwacht, also eine sehr tiefe Entspannung, aber man ist noch bei Bewusstsein. Die ist da, die kann man da möglichst lang halten. Die kann man da ganze Stunden in diesem Zustand sich befinden. Und das ist wohl sehr hilfreich, auch eben für das, was ich gerade gesagt habe, also Stress, Anspannung, Depression, ne, weil man da irgendwie in einen sehr tiefen Entspannungszustand Ja, kommt. ja, ja. Ja, das, also das würde ich auch so sehen. Also da ist das schon. Also dann gibt es noch Orthopädie, Dermatologie, Sportmedizin und solche Sachen, die das auch benutzen. Also ich denke mal auch, dieses Salzgehalt ist vielleicht ist auch für die Haut gut, ne? Ja, Und ist ja so wie so ein ja, genau, das ist wie so ein Solebad. Solebad, das gibt es ja auch, stimmt. Sogar noch viel stärker, glaube ich, also viel, viel höher Was konzentriert, oder? interessant ist, wir haben so ein Schwimmbad. Ich weiß gar nicht mehr. Da hat es auch so ein konzentriertes Solebad. Also man schwebt da jetzt nicht so drin. Ja. Das habe ich schon versucht, es geht nicht. Aber da steht zum Beispiel, dass man nur 20 Minuten sich da drin aufhalten sollte, wegen dem Salz. Also, und da in dem Tank ist man dann nur mal eine Stunde. Ja, oder auch länger. Also ich glaube, diese Stunde ist immer so ein Standard-Zeitraum. Aber es gibt ja auch Leute, die da ganze Tage drin verbringen, so ungefähr. Also das sind Echt? ja, das sind Wow, dann diese okay. extremen Formen. Also wenn man gerade in so eine tiefe Meditation geht oder so, ist das wohl sehr hilfreich. Ach so, wo es übrigens auch noch gut ist, ist Burnout. Die aktuelle Modekrankheit, das hilft da auch. Klar, weil Burnout ist ja auch eine Form von Depression oder so. Das hilft dann auch Entspannung und auch in der Suchtentwöhnung wird es auch Ah angewandt. ja, Ne? Also okay. ich glaube, es geht immer darum, ich komme in einen ganz tief entspannten Zustand, ich bin mit mir selbst und ich kann wirklich auch mal gucken, was ist denn da eigentlich, was liegt denn. Also ich glaube, wenn ich überhaupt mal Zeit habe, auf meine Gedanken zu hören oder meinen Gedanken zuzugucken, nicht auf die zu hören, sondern zuzugucken, dann erfährt man ja auch einiges über sich. Und ich glaube, für viele Menschen ist das ein sehr neues Konzept, weil wann ist man heutzutage schon mal mit sich selbst? Ich meine, es wird immer weniger. Früher habe ich noch an der Bushaltestelle gesessen, vielleicht eine halbe Stunde am Bus gewartet oder so und in die Gegend geguckt. Heute habe ich natürlich im Notfall immer mein Smartphone dabei und kann mich entweder mit Videogames, mit Filmen, Musik,
Internet, was auch immer, Texten kann ich mich ablenken. Das heißt, dieser Moment, wo ich nur mit mir selber bin, der ist ja, den muss ich ja fast auch schon in Zeitplan aufnehmen. Das ist entweder, ich mache eine Meditationspraxis, eine Art Gebetspraxis, ich mache irgendeine Entspannung wie Floating oder was auch immer. Aber außerhalb dieser Zeiträume ist das ja kaum noch da. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum es vielen Leuten oft nicht so gut geht, weil sie natürlich nie mit sich mal sind und nie mal in sich reinhören, mal in sich reingucken. Und da ist das vielleicht ein Anlass, sich mal in den Floating-Tank zu legen und dann einfach mal eine Stunde mit sich selbst zu sein. Und ich glaube, dass es für viele Leute auch echt eine Herausforderung sein kann. Ne? Das Also, stimmt. wenn ich mit mir länger eine Stunde bin, finde ich auch schrecklich. Also von dem her kannst du bestätigen. Ne? Also von dem her ist das definitiv Ja, cool. stimmt, wenn ich mit dir eine Stunde zusammen bin, dann Ja, finde ich dich auch schrecklich. deswegen. Ne? Also von da wäre ich. Ja, also das ist, glaube ich, mal so vielleicht eine erste Einführung. Ach so, die Anfangsfrage, die wir uns gestellt haben: Was hat das denn eigentlich mit Spiritualität zu tun? Warum ist denn Floating auch ein Weg nach Om? Nach Die oben, sollten wir ja. vielleicht auch noch mal ein bisschen tiefer beantworten. Wir haben natürlich jetzt schon darüber geredet, klar, es geht um Meditation und solchen Dingen. Aber es gibt eine ganz interessante Geschichte von einem Typen, der heißt Michael Hutchison. Der hat das The Book of Floating geschrieben. Das ist so eines der Standardwerke über das Floating. Okay. Der hat auch, glaube ich, mal früher ein Buch geschrieben, das heißt irgendwas wie Mega Brain oder so. Das war so eines, ich glaube, in den 80er Jahren so ein Standardwerk der Esoterik. Esoterik ist Ja. falsch. Nee, es war nicht Esoterik, das war mehr so diese moderne Gehirnforschung mit Selbstverbesserungspraktiken oder sowas. Ne? Und der hat das ganz, ganz lange wohl gemacht und hat da auch ganz, ganz tiefe Erfahrungen gemacht und hat da auch, ich sag mal, diese kosmische Einheitserfahrung erlebt, die ja allgemein eine der Marker ist für eine, wie soll ich mal sagen, Erleuchtungserfahrung. Mal jetzt, weil mir kein besseres Wort einfällt. Also, der hat das ja eben auch ganz viel gemacht. Ne? Also, wenn ich da jede Woche oder der hat auch vielleicht jeden Tag drin gelegen oder so. Und das war für ihn seine Meditation. Von dem hat das natürlich funktioniert. Und was super spannend war, ist, der hatte dann irgendwann, ist jetzt, ich glaube, im Juni dieses Jahr gestorben. Irgendwie sowas mit 67, 68, glaube ich, war er. Aber der hatte 1999 einen Unfall. Und zwar ist er beim Joggen ganz bescheuert von der Brücke gefallen und hat sich das Genick gebrochen. Oh ja, Und okay. war gelähmt. Oh. Und ist dann in die, wie heißt das, nicht Therapie, wie heißt das denn, Rea. Reha, genau, in die Reha gekommen. Und das, da, wo, glaube ich, nicht so gut versichert war oder so, war er da in so einem Mehrbettzimmer und mit ganz vielen Leuten und es war wohl alles insgesamt ziemlich furchtbar. Und dann hat er sich da wohl zum ersten Mal richtig mit diesem meditativen Aspekt beschäftigt und hat dann festgestellt, okay, ich bin jetzt hier, ich liege jetzt hier, ich kann mich nicht rühren, ich muss jetzt mit dem, was um mich herum ist, klarkommen. Und hat dann angefangen da zu meditieren. Und dann hat er eigentlich diese richtig tiefe, ich sag mal, Bewusstseinserweiterungserlebnisse gehabt, hat sie aber dann, hat dann aber erst festgestellt, oh, das war doch das Gleiche, wie ich auch im Floating Tank erlebt habe. Aber er hatte da gar keinen spirituellen Zugang vorher Ja, zu. Er hatte ja, das Ganze, ja. glaube ich, viel mehr so in so einer, ja, so therapeutischen Zusammenhang gesehen. Ne? Also eben Sucht und weiß ich nicht, all solche Dinge. Und ja, hat diese Erlebnisse dann ganz klar damit korreliert und hat gesagt, ja klar, das ist dasselbe in Grün. Ne? Ob ich Ja. jetzt hier tief meditiere oder ob ich in dem Tank bin, ohne meditative Praxis, sondern einfach nur darin liege und mich entspanne und wirklich da drin bin, komme ich auch zu diesem Punkt. Und ich meine auch John Lilly, ich meine, da kommen wir irgendein anderes Mal sicher auch noch zu, hat dann halt mit LSD und Ketamin experimentiert. Und ich glaube, Joe Rogan, der ist ja ein amerikanischer Stand-up-Comedian, der hat auch so einen Tank im Keller Jetzt stehen. so ein Tank im Ich Keller, weiß ja. nicht ganz genau, ob der da DMT nimmt. Nee, ich glaube, er hat da nur schon mal Marihuana, glaube ich, geraucht und ist da Ja, reingegangen. Ich glaube, ja, DMT ist ihm zu heftig. DMT ist ein sehr starkes psychoaktiver Stoff. Und der benutzt das ja auch so zur Meditation. ja. Also, es ist heute tatsächlich, wie du ja selber sagst, ne, in der Zahnarztpraxis oder das ist oft so in so einem Wellness-Bereich oder auch in so einem Wellness-Kontext zur Entspannung. Aber tatsächlich kann dieses Floating wirklich, wenn man es regelmäßig macht und eben auch mit einem meditativen, in einem meditativen Zusammenhang auch zu tiefen Einsichten wohl führen. Also von dem her ist Floating auch ein Weg nach Om. Man kann ja eigentlich auch so, man kann ja sagen, also wenn man da in diesem Flotation Tank liegt, das hat ja auch ein bisschen was von
Als wenn man wieder so zurück in der Gebärmutter der Mutter, ne? Als wenn man, Ja. als, ne? Als wenn man wieder so. Also für manche Leute hat das sicherlich so einen Aspekt auch. Ja, das glaube ich auch. Das Ja. ist definitiv wieder back to the womb, so Ja, ungefähr. Ja. genau. Und ja. Also wie gesagt, eine Sache, die ich sehr empfehlen kann und die ich aber auch auf jeden Fall nochmal vertiefen möchte für mich. Wunderbar. Wir haben vorhin ja schon auf den Floating-Verband hingewiesen. Da kann man sich auf jeden Fall informieren. Und auch wenn man einfach nur Floating bei Google eintippt, da gibt es zig Ja. Anbieter. Am besten ist, man sucht sich da noch eine Stadt in seiner Nähe und in der Regel findet man da auch was. Und dann kann man das auch mal selber ausprobieren und die eigene Erfahrung machen, weil um die geht es ja im Endeffekt, weil wir können viel erzählen. Genau. Ihr müsst das selbst rausfinden für Ganz euch, genau. was das eigentlich ist. Ja. Das ist ja schon mal eine schöne erste Folge gewesen. Wie lange sind wir denn jetzt geworden? Ich gucke Wir mal gerade. langweilen das Oh, wir sind Publikum jetzt schon. Nee, schon. nee, nee, nee. Wir sind bei 51 Minuten. Also, das ist schon eine gute Wir Zeit. langweilen das Publikum jetzt schon 51 Minuten. Ja, Ja, wunderbar. genau. Wollen wir vielleicht noch drüber reden, ganz kurz abschließend, was wir halt so vorhaben oder wann Ja, wir. also ich können wir machen. Wir haben ja mal so ein bisschen gebrainstormt. Mein Lieblingsthema von dir war ja, warum sehen wir uns nach der Zombie-Apokalypse? Ganz genau, ja, da habe ich so meine ganze, aber das will ich jetzt nicht verraten. Nein, das finde ich auch. Das Das könnte dann Thema sollten wir auf jeden. für den zweiten Podcast Das sein. könnte, genau, weil ich denke, wir wollen auf jeden Fall auch möglichst bald Gäste haben, weil ich glaube, wir sind sicherlich nicht so spannend, als dass man uns jetzt Woche für Woche zuhört. Ja. Aber wenn man hier und da dann sich nochmal Leute dazu holt, wäre das ja vielleicht ganz spannend. Ich weiß auch nicht, ich denke, wir werden sicherlich mal so Themen wie luzides Träumen, die Heldenreise, wir werden psychoaktive Stoffe, also Ausprobieren hier ausprobieren, live. live, nein, wahrscheinlich nicht live, aber wir werden mal darüber sprechen, was es damit auf sich hat. Wir werden über verschiedene Meditationstechniken, wahrscheinlich werden wir auch über verschiedene Religionen mal Genau, ja, reden. klar, logisch. Das werden wir auch tun. Ja. Was haben wir denn noch alles? Der Einfluss der Technik auf die Spiritualität, haben wir vorhin schon drüber geredet. Ich finde, da kann man auch mal drüber reden, was denn das eigentlich alles mit uns macht. Die ganzen technischen Sachen, die wir hier auch gerne benutzen. Große Smartphone-Fans, aber Ja, man weiß natürlich, auch, ne? klar. Ne, ich meine, das hast du, glaube ich, mal gesagt. Und das stimmt ja auch. Und ich glaube, da gibt es auch sogar eine ganze Dokumentation darüber, über wie sich so Religionen oder so Glaubensansätze verbreiten, so durchs Internet und durch die moderne Technik. Wir haben ja heute einen unglaublichen Zugang. Alleine, wenn man jetzt bei iTunes mal der Podcast mal so Themen eingibt, man findet ja eigentlich immer was. Das ist es Natürlich, ja. ja. Du findest heute immer was. Richtig. Ja, und wenn es nicht bei iTunes, dann bei YouTube. Wenn nicht bei YouTube, dann über Google. Also irgendwie wirst du immer fündig. Ja, und das ist total spannend, weil vor 100 Jahren, aber selbst vor 50 Jahren, hatte man eigentlich ja vor allen Dingen das spirituelle System um sich herum, in das man reingeboren wurde. Ja, Und vielleicht genau. konnte man noch in einer gut ausgestatteten Bücherei ein bisschen was über andere erfahren. Aber im Grunde genommen ist das eine sehr moderne Geschichte, dass man Zugang, ich sag mal, zu allen heiligen Schriften und seien sie noch so heilig und nicht so heilig hat und auch Informationen über jeden spirituellen Pfad, den man sich nur denken kann, innerhalb von Sekunden abrufen kann. Ja. Das ist sicherlich ein spannendes Thema. Da denke ich, werden wir auf jeden Fall drüber reden. Wir wollen sicherlich auch mal über spirituelle Medien sprechen. Und Ja, zwar, natürlich. jetzt meine ich nicht Leute, die spiritistische Medien, das ist was anderes, sondern ich dachte eher so Filme Film, wie die genau. Matrix, Life of Pi, Cloud Atlas, all solche Dinge, Unheimliche Begegnungen der dritten Art. Also da gibt es ja sehr viele Filme, die Gravity. Gravity Gravity, kann man, super, ne, ganz genau, aktuell jetzt ganz aktuell gerade. im Kino, sehr empfehlenswerter Film. Da würden wir drüber reden. Ja, ich glaube, da finden sich ganz viele Ja, Themen. ja. Wenn den Zuhörern Themen einfallen sollen, dann könnt ihr die natürlich gerne an uns mailen. Roland@mondo23.com oder Gerry Streberch, ein Wort, @t-online.de. genau, also da sind wir immer gerne. Hören wir uns, nein, wir freuen uns immer über Vorschläge. Auch Hinweise zum Beispiel über Interviewgäste oder Interviewpartner, das wäre auch spannend. Wir sind gerade im deutschen Raum nämlich auf der Suche nach Leuten, mit denen man interessante Gespräche führen kann. Komischerweise, das war auch vielleicht ein Grund, warum wir uns überlegt haben, hier mal mit diesem Podcast anzufangen, haben wir so ein bisschen das Gefühl, dass es im deutschen Raum zu vielen Themen eigentlich gar nicht so richtig was gibt. Ne? Oder eben, man muss sehr danach suchen und ja, wir haben uns gedacht, vielleicht können wir ein Forum bieten, auch für, ich sag mal, etwas ausgefallenere
Wege nach Om. Ne? Wir müssen jetzt nicht nur die großen Weltreligionen und wir sitzen auf dem Kissen und meditieren besprechen, sondern eben wie heute das Floating oder was auch immer, was sonst noch so kommt. Also wenn euch da was einfällt, auch einfach an uns mailen. Wir freuen uns da immer. Und Feedback oder irgendwelche, was auch immer, auch an diese E-Mail-Adressen erstmal. Genauso, und du wirst das ja bestimmt bei Facebook posten. Ich werde es bei Facebook posten. Im besten Fall haben wir auch demnächst eine Website, Ja, die genau, natürlich dann das kommt auch jetzt alles so. www.vielewege für nach Om heißt. Allerdings immer mit einem Minus zwischen jedem Wort, damit man das auseinanderhalten kann. Ah ja. Habe ich jetzt mal so reserviert. Ah, okay. Genau, und da gucken wir dann mal, wie es dann weitergeht. Ja gut, das war dann die erste Folge. Genau. Es hat Spaß gemacht und ja. Wir sagen Ja, Namaste. Namaste. Bis Oder zum halt. nächsten Mal. Oder Tschüsskes. Jo.